Also, servus, lieber Christoph Wundrak, lieber steirischer Bläser. Ja. Ja, was du da, gefällt mir. Das, was mir als erstes aufgefallen ist bei dir, wie ich dich kennengelernt habe, war zum Beispiel über die, wie heißt deine Band mit den steirischen Bluesliedern und so weiter, die... Smart Metal Hornets. Ja, also mir ist nur aufgefallen, du hast sehr häufig als, wie soll ich sagen, als Bass auch tätig bist. Also du mit deinen Instrumenten, du spielst... Das sind die Keischlerburen. Genau, bei den Keischlerburen. Da bist du eben mit Euphonium oder Cornett, Tuba, Trompete und so weiter. Also mir ist ein Auffall, du spielst dann Haufen. Ja, bin ich ausschließlich live nur mit dem Euphonium aktiv. Sonst okay, nix. Genau. Mhm. Und da bist du ja sozusagen auch Bass, ne? Da bin ich der Bass. Da bist du der Bass, genau. Ja. Und welche Rollen spielst du sonst noch in diesen Bands? Also du spielst jetzt ja, wie ich da schon gesagt habe, also Flügelhorn, Euphonium, Kornett, Tuba, Trompete, Zugtrompete, habe ich nachgeschaut auf deiner Homepage. Und da bist du ja mit Schauspielern unterwegs, du bist mit Poeten unterwegs, du bist mit anderen Bläsern unterwegs, du hast das Glow mit dem Ewald Oberleiter und dem Emil Gross und so weiter und so weiter. Welche Rollen spielst du da? Mhm. Oder ja, das ist eigentlich in jeder Gruppe eigentlich ein bisschen anders. Also die reine Bassistenfunktion, jawohl, die habe ich eben im Playstrom-Trio zum Beispiel noch. Da spiele ich aber eine große Tuba, also richtige Tuba und das Euphonium. Mhm. Und ist unterschiedlich. Bei den Hornets spiele ich alles, da spiele ich hoch und tief, also Flügelhorn, Kornett. Und also die Funktion ist immer... Es ist überall ein bisschen anders. Es ist eine andere Musik, andere Energie, andere Arbeitsweisen, andere Kollegen. Und das ist grundsätzlich nicht schlecht gegen Alzheimer, wenn man da fit bleibt. Ja, du bist ja ein Komponist. Bist du zum Beispiel bei den, was haben wir jetzt gesagt? Also ich vergiss dauernd diese Bandnamen, diese Blues-Geschichte da, diese steirischen Lieder. Charlie und die Keischlerburen, meinst du? Charlie und die Keischlerburen. Bist du da auch Komponist oder bist du da wirklich nur Begleiter, nur Bass? Bass? Da bin ich eigentlich der Bassspieler. Also da bin ich im Großen und Ganzen auf der Bühne nur für tiefe Töne verantwortlich. Bin aber allerdings offiziell als Arrangeur, also wie arrangieren die Stücke. Okay. Miteinander. Ja, also ja. Als Arrangeur maximal bin ich da beteiligt, ja. Mhm. Wenn man jetzt dann über diese ganzen Bands schaut, das ist ja eine Vielfalt, als würde man durch Europa fahren, ja. Berg und Tal, Hügel, Wälder, Seen etc. bis ans Meer. Gibt es da eigentlich so rein noch Lust, Gefühl, Laune oder was, eine Präferenz für irgendeine dieser Musikstile, sagen wir mal so, nicht Bands, Musikstile? Dass du sagst, du bist eher ein bisschen Jazzer oder du bist mehr in der freien Musik oder ist das einfach noch Entwicklungszeit? Nein, also Präferenz habe ich keine. Mhm. Für mich ist das alles gleich interessant und gleich wichtig, muss ich sagen. Was aber nichts damit zu tun hat, wie viel. Also mit den Keischlerbrüchen fühle ich rein quantitätsmäßig sicher am meisten. Ja. Und mit den anderen Geschichten halt, ist auf alle Fälle nicht so viel, weil das halt auch nicht so kommerziell jetzt angelegt ist, das Ganze. Aber ich kann nicht sagen, das spiele ich lieber. Und das, also, ich stehe darauf, verschiedene Dinge zu machen, weil es einfach, ja, weil mich nicht nur eine Geschichte interessiert. Einfach. Wir von Limitationes haben wir natürlich einen Schwerpunkt. Also wir sind ja genauso vielfältig wie dein Spiel, kann man sagen. Über das Jahr haben wir Und über die Jahre haben wir von Workshops über Blues und Jazz und Ethno, World Music und so weiter, alles Mögliche hier. Aber es gibt einen Schwerpunkt und das ist die freie Musik, also Free Forms of Arts nennen wir das. Und da tauchst du auch immer wieder auf, also beim Festival oder am Sonntag beim Schnittpunkte-Festival warst du auch wieder da. Und inwieweit spielen da diese ganzen Genres für dich eine Rolle? Also, dass du jetzt in einen. Also ich habe da eine Philosophie in meinem Kopf, aber was ist das für dich, dass du jetzt in vielen verschiedenen Genres bist und dann also
zu dieser freien Musik kommst, wo du in diesen freien Dialog eintrittst mit den anderen Musikern, Musikerinnen, Tänzerinnen und Tänzern und so. Ja, also das, die freie Geschichte ist die, muss ich sagen, die jüngste in meinem Werdegang. Also das interessiert mich, ich weiß jetzt nicht genau, aber es sind noch keine 20 Jahre. Es ist jetzt so, ich schätze mal 17, 18 Jahre lang interessiere ich mich für freie Impro. Und ich habe mich halt vorher sehr viel mit nicht freier Improvisation auch beschäftigt, also mit Formen, mit Groove, mit Tonarten und so weiter. Und das für mich, es gibt zwei Hauptgründe, warum ich mittlerweile eben die freie Musik, das freie Spiel interessiert. Und zwar, es geht um Kommunikation. Also es geht immer um Kommunikation, wo man Musik macht, wurscht was. Aber bei der, in dieser freien Improvisation ist Kommunikation noch, hat nur ein stärkeres Gewicht. Also das hat nirgends so ein starkes Gewicht wie da. Weil man hat nichts. Da hat man keinen Kluft, man hat keine Form, gar nichts, wo man sich anhalten kann. Man hat nur das, was man von den Kolleginnen halt als Impuls kriegt, wo man damit einfach umgehen muss. Und das ist halt eine spontane Geschichte. Also es gibt keine Musik, die so im Jetzt ist wie das. Und also das ist der eine Aspekt. Und der zweite Grund, warum Free Impro für mich so interessant ist, ist, es gibt keinen Perfektionsanspruch. Kann es nicht geben. Den gibt es in sämtlichen anderen Genres, mehr oder weniger. Und dort gibt es ihn eben nicht. Was aber nicht heißt, dass es keinen Qualitätsanspruch gibt. Also den gibt es auf alle Fälle. Also es, wenn jetzt zum Beispiel die falschen Leute bei uns sind und die einfach nicht kommunizieren können, dann ist die Qualität nicht gut. Ja? Und der Perfektion. Wir reden ja viel über das und es ist ja so, dass es uns klar geworden ist, dass eben je mehr Tools du hast, je mehr Möglichkeiten du hast, also harmonisch, rhythmisch und so weiter, umso leichter kannst du mit den anderen kommunizieren. Du brauchst sozusagen viele, viele Möglichkeiten, um dann wirklich zu agieren und zu reagieren. Ne? Das heißt, es geht dir, weil du gesagt hast, der Impuls von den anderen, es geht um deinen inneren Impuls, der jetzt zum Beispiel durch die Impulse der anderen vielleicht aktiviert wird oder weil du also bestimmte Wünsche hast innerhalb des Spiels und so. Genau, und umgekehrt natürlich. Also ich liefere natürlich auch Impulse für die Kollegen. Ja, freilich, je mehr man, und ich glaube grundsätzlich, dass es nichts schadet, wenn man sich eben vorher mit allem Möglichen beschäftigt hat, weil man dann einfach eben die Tools mehr sind. Ja? Das darf das freie Spülen. Ich würde das jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt da ehrenwerte Kollegen in der Musikgeschichte, die haben überhaupt nur frei gespielt und das hat auch gut funktioniert. Aber das ist nicht mein Werdegang. Also meiner ist einfach so, dass ich mich halt aus dem, dass ich mich halt so intensiv mit nicht freien Geschichten beschäftigt habe, dann immer noch mal das Bedürfnis da war. Aber da habe ich halt auch irgendwie ein Material zur Verfügung, wo man das reagiert, wahrscheinlich ein bisschen leichter fällt. Ja, ja und ein Grund, warum wir heute telefonieren, ist ja, weil es gibt ja dieses Trio Plastik, das heißt du, der Werner Buntigam und der Emil Groß und ihr habt ein Projekt, wo ihr dann also mit verschiedenen Musikerinnen als Quartett spielt. Eines davon war bei der IGNM, nein, das war die VNM. VNM-Festival habe ich mit der Ayako gespielt, aber auch mehrere Konzerte. Und jetzt, also im November, kommt die Ayako, die japanische Sängerin, wieder her und ihr werdet in Graz spielen, im Vakuum. Ich glaube, am 21. Ja. November. Aber eben der Werner Buntigam wird nicht kommen. Das heißt, ihr seid dann im Trio, der Emil Groß, du und die Ayako Kanda. Was erwartest du dir von dem Trio oder wie siehst du die Aussichten dafür? Naja, das wird sicher spannend. Nicht? Also wir haben ja damals, das war 2019, eben über das VNM ein paar Konzerte gespielt, wie du schon gesagt hast.
Und das war eigentlich sehr, also da hat die Kommunikation super gut gepasst, muss ich sagen. Ja, also das war eine sehr runde Geschichte, wo jeder irgendwie auf den anderen sehr respektvoll eingegangen ist. Und das ist einfach für mich das Wichtigste überhaupt bei der Sache. Und ich glaube, das wird eben am 21. November jetzt in Graz auch nicht viel anders werden. Also wir kennen uns und respektieren uns. Und im Trio ist natürlich noch ein bisschen, wie soll man sagen, man tut sich leichter, wenn man nur zwei Kollegen hat, auf die man sich fokussieren kann. Gell? Ein bisschen. Also es ist im Quartett genauso lustig, nur es ist, je mehr Menschen dann irgendwie beieinander sind, desto weniger, also kann man sich nicht so intensiv mit jedem extra beschäftigen, sozusagen auf der Bühne. Aber kommen wir halt nicht mehr Impulse? Kommen da nicht mehr Impulse ja vielleicht im Quartett oder kann man sich vielleicht dann einmal an den anderen anlehnen? Sicher kommen mehr Impulse, aber wenn dann zu Impulse kommen, kann man gar nicht mehr so genau eben auf die Impulse eingehen. Und bei zwei Leuten ist das halt dann leichter oder im Duo. Also meine Lieblingsbesetzung ist überhaupt das Trio, muss ich sagen. Also nicht nur beim Freispielen, sondern generell. Aber das hat auch damit zu tun, dass man eben als Musiker, als Trio beweglicher ist. Ne? Also ein Quartett, Quintett, Sextett wird immer unbeweglicher, komplizierter. Im Quintett hat man mit Instrumente schon mit einem normalen Auto überhaupt keine Chance mehr. Die Gagen werden höher, also hier spielen viele Sachen eine Rolle, oder? Ja, da spielen wirtschaftliche Überlegungen natürlich auch eine Rolle. Das stimmt schon. Aber es ist nicht nur wirtschaftlich, also es ist eine sehr transparente Besetzung immer. Mhm. Und das ist mir wichtig, ja. Ja, also ganz am Ende möchte ich noch etwas kurz anschneiden. Ich meine, man könnte jetzt über diesen letzten Punkt könnte man jetzt eine Stunde oder zwei oder drei Stunden reden. Aber wir haben ja zwei eine starke Verbindung, nicht nur in der Musik und nicht nur in der freien Musik oder in der Musikliebhaberei, sondern auch in der transzendenten Ebene, also Esoterik oder spirituellen Ebene oder ähnliches. Man kann ja fast Worte heutzutage nicht mehr verwenden, weil ja jedes dieser Worte wird dann verbogen und verdraht. Aber grundsätzlich das, was viele Leute ja Religion nennen, also dieses nicht aussprechbare oder diese Region, wo man sozusagen über Vorgeburt, nach dem Tod etc. redet, was also nicht so leicht definierbar ist, aber das, was uns alle wahnsinnig beschäftigt, in positiver, negativer Art, als Angst oder als Freude oder als Spannung oder als Herausforderung. Was spielt für dich jetzt diese Transzendenz, diese Feinstofflichkeit, welche Rolle spielt die im Zusammenhang mit deiner Musik? Oder spielt sie mit aller Musik eine Rolle, auch mit den Keischlerburm, oder spielt sie mehr eine Rolle in der Improvisation, in der freien Musik oder in der Komposition von dir? Ja, also also ich habe mich schon einmal musikalisch ganz konkret mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ganz speziell, wir sind ja in einem Transformationsprozess. Also das heißt, der Homo sapiens entwickelt sich in die nächste Entwicklungsstufe, die dann gar nicht mehr Homo sapiens heißt. Und ich habe mal ein Stück darüber geschrieben, wo ich diese zwei, den alten sozusagen, Homo sapiens Bewusstseinszustand und den neuen, den ja schon ein paar Leute kennen, aber noch nicht viel, wo ich das gegenübergestellt habe. Also da war es kompositorisch mir ein Anliegen, dass ich was mache damit. Und beim freien Spielen dann nur am ehesten, weil man da einfach wirklich im Jetzt agiert. Und jetzt ist eine ganz wichtige Geschichte. Also das Jetzt wird eben beim neuen Menschen, wenn man so sagen will, als viel größere Rolle spielen wie jetzt. Also wie beim jetzt noch in dem alten Homo sapiens-Zustand. Mhm. Da sind wir ja nie im Jetzt. Wir sind ja nie da. Wir sind ja dauernd in der Vergangenheit. Also mental sind wir nie da. Ja. Weil du hast ja ein Wort im Zusammenhang mit der freien Musik, du hast das Wort Respekt genannt oder
Also dieses Wort Respekt oder Aufmerksamkeit, dieses Wahrnehmen des anderen. Ne? Und genau. Auch ein Wort genannt, das nicht, die Nicht-Perfektion. Ne? Hohe Qualität vielleicht, aber nicht die Perfektion. Das heißt also, man nimmt das, was jetzt ist, nimmt man einfach mal an. Man versucht das Beste in der Kommunikation mit anderen, aber es kann was schief gehen. Und wenn was schief geht, ist es nicht wirklich ein Problem, oder? Bei der Klassik, wenn jemand der Beethoven-Sonate spielt und der sitzt da vor 1000 Leuten im Konzerthaus und der macht einen Fehler, ist sozusagen eine Katastrophe, würde ich sagen. Also, ja, das ist heftig, ja. aber wie gesagt, es gibt ja da keine Vorgaben. Das ist, das ist eigentlich das Schöne dran. Ja, und wo es schief geht, das ist ein relativer Begriff. Ja, ja. Genau. Eben, das ist eben bei der freien Geschichte. Man schief, also da kann schon was schief gehen, dass ich mit einem Mitmusiker oder mit anderen Kollegen oben bin, die überhaupt nicht verstehen, was ich tue und umgekehrt oder so. Mhm. Das ist, da geht dann schon gewaltig was schief. Ja. Das kann passieren, aber wenn man eben da zusammenpasst und auch wirklich hört aufeinander, also dann kann eigentlich nicht wirklich was schief gehen. Ja? Weil so eine Situation, dass was weiß ich, im Tag 127 alle auf der 300 zusammen sein müssen, sowas gibt es ja nicht. Aber ich habe für mich bemerkt, dass eben diese transzendente Geschichte in der freien Musik ist ja die, dass wenn jetzt Leute miteinander kommunizieren, dann gibt es Übereinstimmungen oder man trifft sich. Ja? Und dann passieren Momente, wo wenn jetzt 3, 4 Leute um sind, plötzlich alle 3 oder alle 4 sich also wirklich emotional oder intellektuell oder was ich körperlich oder so treffen. Und das als Publikum merkst du das komplett. Also das wird sowas von spürbar, wenn solche Momente passieren. Und da sind dann alle, kann man sagen, vielleicht in jetzt sowas Ähnliches. Ne? Die nehmen jetzt das, was die Situation und sie gegenseitig wahr. Das geht nicht anders. Nicht? Mhm. Das ist was wirklich im Jetzt passiert ist, was sich nicht einer früher überlegt oder was. Das ist wirklich im Moment auch das. Mhm. Und nicht früher und nicht nachher. Lieber Christoph, das war jetzt ein feines, kurzes Gespräch. Vielleicht werden wir das eine oder andere in einem weiteren Gespräch nächstes oder übernächstes Jahr vertiefen. Sicher ist, dass du nächstes Jahr bei den Schnittpunkten dabei sein wirst. Und zwar, welches Ensemble wirst du da vorstellen bei den Schnittpunkten? Naja, sicher ist schon der Termin mit den Smart Metal Hornets im Mai. Genau. Das sind die Schnittpunkte. Und da kommst du mit denen. Ja, das ist ein Festival. Genau. Und dann sind wir ja noch im Gespräch wegen dem Glow mit dem Ewald Oberleitner. Genau. Oder ist das noch nicht ganz fix? Ja. Ja. Aber vielleicht wegen Smart Metal Hornet. Nächstes Jahr Schnittpunkte, da werde ich mich wieder melden wegen einem Interview. Aber davor muss noch auf jeden Fall bei der AIAKU am 21. in Graz beim Vakuum. Ja. Ja. Danke für das Gespräch. Herzlichen Dank. Und gern wieder. Gut. Ciao.